Wir könnten von vorne anfangen, nur wir zwei. Diese Party ist schon der Anfang. Und du wirst sie nicht verlassen. Du hast doch nicht immer noch Angst vor ihr nach all den Jahren. Die Geschichten, die du immer über sie erfunden hast. Sie waren nicht erfunden. Warum hast du vor ihr Angst? Wegen unserem Geburtstag. Sie hatte da immer eine grausame Zeremonie. Schon sehr bald ist wieder unser Geburtstag. Weißt du noch, wie schön wir ihn immer zusammen gefeiert haben? Teure Schwester? Mama, ich werde dich wieder quälen. Du wirst noch mehr leiden, als ich gelitten habe. Ja, lauf, lauf, du entkommst mir nicht. Julia, was hast du? Ich hab gewusst, dass es besser wäre, nicht zu kommen. Ich hab dir gesagt... Beruhige dich, was ist passiert? Sie hat gedroht, sie wird... Wieso gedroht? Wovon redest du denn? Ich weiß, dass heute Nacht ein Hund in meinem Apartment gewesen ist. Das war vielleicht wieder einer von deinen Albträumen. Du weißt, du hast schon früher oft geträumt, ein großer Hund hätte dich angegriffen und dann bist du schreiend aufgewacht. Liebling, entschuldige, der Gedanke, deine Schwester hätte ihren Hund auf deinen Lieblingsschüler gehetzt, ist ein bisschen weit hergeholt. Die sind überzeugt davon, dass ich mir all diese Dinge nur einbilde. Sie behandeln mich, als wäre ich verrückt. Hör zu, Julia. Und du glaubst das auch, oder? In ihrer Wohnung da oben ist gerade ein Licht angegangen. Das war bestimmt Kamere. Ich schaue da noch auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich rufe dich morgen an. Okay. Willst du deine kleine Katze wieder haben? Bravo, Hund.